fliehen. Frieden, Sadiq. Willkommen, willkommen. Zeigst du mir deine Waren? Vieles ist frisch reingekommen. Willst du deine Ausrüstung verfeinern? Das rechte Handwerkszeug. Nun gut. Damit kann man seine Ausrüstung verstärken. Verkauft. Man sollte nie ohne aus dem Haus gehen. War das alles? Ich gehe dann mal. Bis demnächst. Puh. Ah!
Verbrecherischer Hund! Dafür bezahlst du, du Schlange! Bürger! Der Kalif erinnert daran, dass auch wenn Diebstahl in Bagdad streng verboten ist, alle empfohlen wird, ihre Bürger. Alarm! Hol die Wache! Am besten bleibe ich im Schatten. Lieber verborgen, ich habe lang genug gewartet. Ich sollte Ali aufsuchen und sehen, was wir über El Ghul erfahren können. Ja. Genau. Pfeile anmachen! Bleib stehen und kämpfe! Da! Bleib zurück! Das ist sicher ein das Spannendste, was heute passiert ist. Sei gegrüßt. Sei gegrüßt. Was gibt es heute bei dir? Sieh dir meine Auslage an. Sonst noch etwas? Ich sollte mal weiter. Bis bald!
Wenn du mich fragst, ist es Kalifornien. Hier muss ich richtig sein. Durch Allahs Macht war es mir bestimmt, aus den Tiefen dieses grässlichen Gefängnisses Ehre, wem sie gebührt. Dieser Mann war es, der mir in meiner dunkelsten Stunde half. Und wie ich gehört habe, bin ich nicht der Einzige. Ich werde dich umfassend in der Chronik unserer Abenteuer loben. Doch zuerst müssen wir ihr Ende schreiben. Komm! Wie ich sehe, kennt ihr euch schon. Nur flüchtig. Doch die Nacht ist jung und es gibt viel zu besprechen. Nämlich, was ihr mir beschaffen könnt. Unsere Mittel sind begrenzt. Aber sei versichert, dass ich mir anhören werde, was du brauchst. Später. Teile dein Wissen über El-Khul mit uns, dann kann Basim seine Arbeit tun. Ja. Eure Angelegenheiten vor den meinen. Aber nur dieses Mal. El-Khul schickt den Gefängniswärtern Anweisungen, wo in Bagdads Umgebung gegraben werden soll. Aber er setzt nicht nur Gefangene ein. Hier ist ein Schuldbrief für Arbeiter. Sieht so aus, als hätte El-Khul vor, auch Wanderarbeiter zu kaufen. Wer könnte solch ein Vorhaben in Bagdad möglich machen, ohne Verdacht zu erregen? Da gibt es nur einen Mann, Mes'ud al-Yakub. Ihm gehören Bagdads Seifenmühlen. Er gibt fremdländischen Siedlern bezahlte Arbeit. Die meisten davon sind Perser. Also zwingt er diese Arbeiter dazu, für ihn zu graben. Und all das unter dem Vorwand, ihren Lebensunterhalt zu sichern. Bashi! Er spürte eine der Grabungen von El-Khul auf, gab sich als Gefangener aus. Was ist geschehen? Die Suche war erfolglos. Trotzdem haben die Wachen versucht, uns zum Schweigen zu bringen. Ich spaltete einen Schädel und floh. Die anderen hatten wohl kaum so viel Glück. Ein närrisches Unterfangen, das nichts eingebracht hat. Nichts. El-Khul wird in der Karawanserei sein. Ich hörte die Wachen davon sprechen. Natürlich. Händler aus allen Himmelsrichtungen machen dort Rast. Wenn Mes'ud Wanderarbeiter kauft, wickelt er seine Geschäfte vermutlich in der Karawanserei ab. Wie sieht er aus? Er ist ein gewichtiger Mann. Er schmückt sich gern mit Juwelen und Seide aus dem Osten. Dann wird er schwer zu übersehen sein. Es ist Zeit, Basim. Wie lautet der Plan? Das wird Basim zu entscheiden haben. Basim? Allein? Nein, ich hole einige Männer und... Und veranstaltest ein sinnloses Spektakel? Du wirst dich noch früh genug beweisen können, doch dieser Tag gehört Basim. Sieh es als Teil unserer Abmachung. Basim? Ich bin bereit. Dann komm mit mir.